Dann lass uns noch mal ein bisschen was über Federn lernen. Also, schauen wir uns noch mal einfach ein erstes Beispiel gleich an. Das hier ist mal unsere Umgebung für unsere Feder. Und hier hinten, das ist eine Mauer. Das hier unten ist einfach nur irgendein Boden. Und ich habe jetzt hier hinten an der Mauer eine Feder angebracht. Wunderschöne Feder. So, diese Feder hier befindet sich in ihrem ganz normalen Zustand. Das heißt, sie wurde nicht zusammengedrückt und wurde auch nicht auseinandergezogen. Und diesen Zustand nennen wir dann den Ruhezustand. Den Ruhezustand. Also dieser Punkt hier sozusagen, zu dem versucht die Feder immer wieder zurückzukehren. Und das Ganze ist natürlich unwahrscheinlich unspektakulär, was ich jetzt bisher gesagt habe. Deswegen bringen wir doch mal ein bisschen Bewegung in die ganze Sache rein. Also wir nehmen die gleiche Situation nochmal. Nur diesmal habe ich auf die Feder drauf gedrückt. Und du wirst richtig vermuten, dann staucht sich die Feder natürlich zusammen. 4, 5. Zum Beispiel so. Also hier ist der Punkt, an den sie eigentlich zurückkehren möchte. Und hier ist der Punkt, an dem sie sich zurzeit befindet. Und sie ist an diesem Punkt, weil ich eine Kraft ausgeübt habe. Und zwar minus 5 Newton. Das Minus schreibe ich hier nur hin, weil ich damit angebe, dass ich nach links gedrückt habe. Die Kraft ist ja eine Vektorgröße. Und deswegen muss ich immer auch ihre Richtung mit angeben. Und meine Konvention in diesem Video ist einfach, dass wenn ich ein Minuszeichen irgendwo hinschreibe, meine ich damit immer nach links. Und aufgrund dieser Kraftauswirkung hat sich die Feder ja schon zusammengedrückt. Und zwar um minus 10 Meter. Das haben wir jetzt einfach mal nachgemessen zum Beispiel. So, was passiert jetzt aber, wenn wir eine andere Kraft auf die Feder ausüben. Zum Beispiel drücke ich jetzt einfach mal doppelt so viel dagegen. 1, 2, 3, 4, 5. Dann sieht die Feder zum Beispiel so aus. Also sie ist noch stärker zusammengedrückt. Aber um wie viel stärker oder um wie viel weiter wird sie denn jetzt zusammengedrückt? Also dieser Unterschied zwischen dem Punkt, an dem sie eigentlich sein will und der Punkt, an dem sie jetzt wirklich ist. Um wie viel hat sich das jetzt vergrößert? Hier ist also der Punkt, an dem sie ist und hier hinten will sie ja wieder zurück. Und ich habe eine Kraft ausgeübt, haben wir gesagt, vom Doppelten. Also minus 10 Newton. Zack. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie kann ich das berechnen, wenn ich doch schon einmal weiß, um wie viel sich die Feder zusammendrückt, wenn ich eine bestimmte Kraft ausübe, zum Beispiel minus 5 Newton. Und da brauchen wir jetzt gar nicht allzu viel Arbeit machen. Da hat sich nämlich ein gewisser Herr Hooke, ein britischer Physiker im 17. Jahrhundert, glaube ich, schon mal seine Gedanken drüber gemacht. Und der hat Folgendes herausgefunden, dass die Rückstellkraft, Fr, hört sich kompliziert an, ist aber einfach nur die Kraft, die die Feder immer wieder dann ausübt, wenn sie halt in ihren Ursprungs-, also in ihren Ruhezustand zurückkommen möchte. Also in dem Fall zum Beispiel will sie ja nach rechts zurückkommen oder wenn ich jetzt an der Feder gezogen hätte, dann will sie sich ja wieder zusammenziehen, um auch wieder hierhin zurückzukommen. Das ist beides Mal jeweils die Rückstellkraft. Die lässt sich berechnen, indem ich irgendeine negative Zahl nehme, eine bestimmte natürlich, aber das werden wir gleich genauer sehen, und das Ganze mit der Verschiebung, mit dieser Ausdehnung hier multipliziere. Also das Ganze hier, das nennt sich Hookes Gesetz. Nicht zu verwechseln mit Captain Hook, das war ein anderer. Hookes Gesetz. So, was hilft uns das ganze Gesetz jetzt hier eigentlich? Schauen wir uns nochmal das Beispiel hier in der Mitte an. Wir haben jetzt hier schon relativ viele Angaben. Ich denke, das ist uns auf jeden Fall, müsste uns eigentlich irgendwie ein bisschen hilfreich sein. Wir wissen ja, weil ich gesagt habe, ich habe die Feder hier zusammengedrückt, dass die Feder jetzt zu dem Zeitpunkt hier stationär ist. Das heißt, wenn ich mit 5 Newton dagegen drücke, dann bleibt sie genau an diesem Punkt hier stehen bei minus 10 Metern. Und wenn sie sich nicht weiter beschleunigt, obwohl ich ja konstant eine Kraft auf sie auswirke, dann eine schöne Farbe aussuchen, nehmen wir dunkelgrün. Dann wissen wir ja durch Newtons drittes Gesetz, dass es dann eine Kraft geben muss, die dieser Kraft hier genau entgegenwirkt und genauso groß ist. Also in dem Fall plus 5 Newton. Und genau das hier ist ja dann die Rückstellkraft. Das ist die Kraft, die die Feder auf zum Beispiel in dem Fall meine Hand ausübt, um wieder in ihren Ausgangsruhezustand zurückzukommen. Also, wenn wir das jetzt mal hier ausrechnen wollen, dann wissen wir, dass Fr gleich 5 Newton groß ist und dass unsere Verschiebung hier unten, also x, gleich minus 10 Meter ist.
Und dann können wir das Ganze hier oben einsetzen. Das heißt, 5 Newton ist gleich minus k mal minus 10 Meter. Das heißt, wenn wir jetzt durch minus 10 teilen und dann nochmal mal minus 1 rechnen, dann ist k gleich 1/2. Tada! So, jetzt habe ich dir gesagt, dass k 1/2 ist und du weißt bestimmt immer noch nicht, was k ist. Deswegen sage ich es dir jetzt. Dieses k hier ist die Federkonstante, die du für jede Feder immer einzeln ausrechnen musst. Also diese Feder hier ist ja ziemlich einzigartig. Die Art und Weise, wie sie so gewunden ist und aus welchem Material sie besteht und so weiter, die wird bei jeder Feder immer so ein bisschen unterschiedlich sein. Deswegen kann man die immer einzeln ausrechnen, wenn man sich einmal hier so ein Beispiel angeschaut hat zum Beispiel. Und da wir das jetzt hier nämlich wissen, können wir auch ausrechnen, um wie weit sich diese Feder jetzt wieder zusammengedrückt wird, wenn ich die doppelte Kraft darauf auswirke. Also, wir gehen mal analog vor, wie wir es hier oben gemacht haben. Ich habe gesagt, ich drücke mit 10 Newton nach links, also drückt die Feder mit 10 Newton genau dagegen. Das lässt sie sich ja nicht gefallen, nur weil sie von mir zusammengedrückt wird, wird sie trotzdem wieder zurück in den Ruhezustand. Und damit wissen wir also auch, dass unsere Rückstellkraft von der Feder hier unten 10 Newton ist. Und wir wissen, k ist 1/2, wir müssen aber minus k einsetzen, also 10 Newton ist gleich minus 1/2 mal x. So, beide Seiten mit minus 2 multiplizieren und wir kriegen raus, dass x gleich minus, ups, nicht 5, wir wollen ja multiplizieren, nicht dividieren, minus 20 Meter ist. Also, diese Strecke hier, zack, die ist minus 20 Meter. Und das macht auch total Sinn, weil was uns dieses Gesetz hier oben nämlich auch noch sagt, sind auf jeden Fall zwei Dinge, die ich dir noch erklären möchte. Das eine ist, dass das Ganze linear voneinander abhängt. Also, dass diese Kraft hier und die Verschiebung oder sagen wir mal die Ausdehnung oder die Strecke, die zusammengedrückt wird, die hängen linear voneinander ab. Was im Endeffekt nur so viel heißt wie, wenn die eine Sache verdoppelt wird, dann muss die andere Sache auch doppelt so groß werden. Oder wenn die Strecke sich hier halbiert, dann wurde auch nur halb so viel Kraft drauf ausgeübt und so weiter. Da gibt es natürlich auch noch ganz andere Abhängigkeiten, zum Beispiel quadratisch. Das heißt, wenn die Kraft jetzt hier verdoppelt werden würde, würde sich das x hier hinten vervierfachen oder so. Aber das ist ziemlich unwichtig für uns. Wir brauchen uns jetzt hier nur darauf konzentrieren, dass wenn wir doppelt so viel Kraft ausüben, dann wird die Feder auch doppelt so weit zusammengedrückt. Und die andere Sache, die natürlich ziemlich interessant ist, die man aber auch gerne übersieht, ist dieses Minuszeichen hier. Weil das Minuszeichen macht ja immer genau Folgendes. Egal welche Zahl du hier hinten für x oder für k einsetzt, das Minuszeichen dreht die Zahl ja immer genau um. Also aus einer negativen Zahl macht sie eine positive und aus einer positiven eine negative. Das heißt, dass die Rückstellkraft immer genau entgegengesetzt wirkt zur Ausdehnung oder Zerstauchung oder Verstauchung der Feder, also um wie stark die Feder zusammengedrückt wurde. Das können wir uns zum Beispiel hier in den beiden Beispielen auch ganz gut angucken. Also die Feder ist hier 10 Meter nach links zusammengedrückt worden und die Rückstellkraft der Feder wirkt dann nach rechts. Oder auch hier unten, wir haben hier 20 Meter die Feder zusammengedrückt und die Rückstellkraft wirkt mit 10 Newton nach rechts. Also, das sind die beiden wichtigen Fakten, die ich dir noch übers Hooks-Gesetz mitgeben möchte. Einmal linearer Zusammenhang der beiden Variablen hier. Und einmal, dass dieses Minuszeichen immer so viel bedeutet, wie dass die Kraft immer entgegengesetzt zur Ausdehnung der Feder wirkt. So viel dazu und dann geht es weiter im nächsten Video mit der Energie und der Arbeit, die in so einer Feder drin steckt.